Hello. Und auch eine Legung heute für dich. Heute ist Freitag und jetzt ziehe ich dir einige Karten, wie es um deine Zwillingsflamme geht. Heute kannst du an einem Gewinnspiel teilnehmen, wenn du dieses Video natürlich teilst, wenn du diesen Kanal abonnierst und in den Kommentaren Hashtag Zwillingsflamme und die Initialen deine Zwillingsflamme einträgst, dann gewinnst du eine 15-minütige Telefonberatung oder WhatsApp-Beratung mit mir. Und natürlich der Gewinner bekommt meine Telefonnummer oder meine Webseite natürlich gezeigt. Und heute schauen wir wirklich, was ist jetzt gerade bei deiner Zwillingsflamme los? Wie geht es zwischen euch weiter? Ich bringe euch diese wundervolle Tarotkarten mit von Gustav Klimt. Gustav Klimt Tarot. So, ich lasse einige Karten springen. Schließe deine Augen. Gut. Die zwei Kelche. Die zwei Kelche symbolisiert hier wirklich die Augenhöhe. Die zwei Kelche symbolisiert hier eure seelische Verbindung. Die zwei Kelche symbolisiert hier in dem Fall, dass ihr Zwillingsflammen seid. Dass er dir begegnen möchte auf Augenhöhe, dir seinen Kelch reichen möchte. Er weiß das. Er weiß das ganz genau, dass es hier der Hierophant mit dem göttlichen Fügung für euch so vorgesehen ist. Er weiß das ganz genau, warum das so in euer Leben gekommen ist. Er weiß das ganz genau. Und er glaubt auch daran, ja, dass ihr zusammengeführt werdet. Da glaubt er daran. Er weiß, dass du unglaublich gewachsen bist. Der weiß, dass du hier die Herrscherin bist. Das weiß er ganz genau und er glaubt da wirklich daran. Er weiß das ganz genau und er glaubt wirklich daran, dass du die Herrscherin bist. Und er weiß auch, dass er natürlich auch sich in deine Richtung aufschwingen kann und dir auf Augenhöhe begegnen kann. Er weiß, dass er der Herrscher sein will. Er weiß, dass er das erreicht. Er will noch eine Chance. Schau mal seinen Kleid an, ganz schön bunt. Und er hat auch einen Siegeskranz an. Schau mal, der hat da auch seine Statue bereits. Er hat gewonnen. Der ist der Herrscher. Und das ist wirklich eine tolle Energie. Und schau mal, was passiert. Er möchte eine Chance. Er möchte willkommen geheißen sein von dir. Er möchte
in die Arme geschlossen werden von dir. Er nimmt dich und lässt dich in sein Herz, und auch du sollst ihn in dein Herz lassen. Du sollst ihn empfangen. Er will noch eine Chance. Lass ihn hinein. Und jetzt lese ich dir ein Gedicht von Christian Fricke aus dem Buch Was es ist. Schließe deine Augen. Die Zeilen sind für dich, mein Kind. In Angst du sagst, dass wir nicht sind, dass du für dich alleine bist. Mein Herz nicht mehr in deinem ist. Die Zeilen schrieb ich dir in Schwarz, in Liebe und mit tiefem Schmerz, aus Furcht. Wir wären nicht mehr vereint. Mein Herz ist dem Gedanken weint. Die Zeilen schrieb ich nur für dich, aus Angst. Du liebst, doch willst es nicht. Drum bitte ich dich, du Sonnenschein, schenk mir Vertrauen und sei ganz mein. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Schreib mir auch gerne in die Kommentare. Wie gesagt, gewinnst du an dem Gewinnspiel Hashtag Zwillingsflamme und die Initialen deine Zwillingsflamme für eine persönliche Beratung und Coaching sehr gerne in einem persönlichen Kontakt. Ich danke dir.